Dann müssten Extremsportler oder Leute, die ein extremes Hobby haben, auch eine Risikogruppe haben und dann auch mehr bezahlen. Das verletzt das Solidarprinzip, das sollte auf keinen Fall passieren. Ja, schwierig. Da könnte man eher zu Rauchern gehen oder zu welchen, die viel Alkohol konsumieren. Wer will das entscheiden, ab wann man höhere Krankenkassenbeiträge zahlen soll oder eben nicht? Gegen den Strich. Dicke sollen zahlen. Für mehr Gerechtigkeit in der Krankenversicherung. Deutschland, wir haben ein dickes Problem. Mehr als die Hälfte von uns ist zu fett. Ganz einfach. Und das kann ja wohl nicht nur krankheitsbedingt, erblich veranlagt oder sonst wie Schicksal sein. Nein, wir ernähren uns falsch. Und wir bewegen uns zu wenig. Und vor allem, wir lassen das alles einfach zu. Und jeder weiß es. Überall gibt es seit Jahren Ernährungstipps, Kochsendungen und Warnungen. Fertigpizza macht fett, Zucker ist ungesund und so eine Rosinenschnecke enthält schon mal gleich so viel Kalorien wie eine Salami-Pizza. Alles bekannt, aber es kommt noch dicker. Schwer zu glauben, aber auf der Welt gibt es mittlerweile mehr fettleibige als untergewichtige Menschen. Waren es 1975 noch 105 Millionen mit einem BMI über 30, leiden heute bereits 641 Millionen Menschen weltweit unter starkem Übergewicht. Auch Deutschland ist ein adipöses Schwergewicht. Hier gelten derzeit 2/3 der Männer und die Hälfte der Frauen als übergewichtig. 16 Millionen Bundesbürger haben sogar ein BMI von über 30. Die Anzahl der extrem Übergewichtigen mit einem BMI über 40 hat sich zwischen 1999 und 2013 sogar mehr als verdoppelt. Auch Nordrhein-Westfalen ist schwer dabei. Tatsächlich haben bei uns nur noch die Studentenstädte Münster und Bonn ein Durchschnitts-BMI im Normalbereich, also bis 25. Gelsenkirchen etwa liegt mit einem BMI von 26,8 über dem Durchschnitt. Eines kommt erschwerend hinzu. Starkes Übergewicht ist Auslöser für mehr als 60 Folgekrankheiten. Darunter Diabetes, Krebs, Herz-Kreislauf-Probleme und Depression. Kosten allein in Deutschland jährlich mehr als 50 Milliarden Euro. Aber wir handeln nicht. Es gibt immer nur mehr Fettleibigkeit, mehr Übergewicht, mehr Krankheiten. Und das ist das Entscheidende. Wir alle zahlen mit unseren Krankenkassenbeiträgen Milliarden für die Folgen von Übergewicht. Solidarität? Wer muss hier eigentlich solidarisch mit wem sein? Die einen, die sich um ihre Gesundheit kümmern, zahlen für die anderen mit, die nichts unternehmen und sich auf den Reparaturbetrieb Medizin verlassen. Ja, ich höre schon die Kritiker, die Ja-Aber-Experten. Ja-Aber, was ist mit Rauchern, mit Risikosportlern? Schluss mit den Ausreden. Wir haben ein dickes Problem. Und wenn sonst nichts hilft, dann hilft vielleicht der Griff ins Portemonnaie. Ja, dieser Fußboden, auf dem ich stehe, der bewegt sich. Ich glaube, dass schlank zu sein noch kein besonderes Prädikat ist. Du bist nicht scheiße, weil du dick bist und geil, weil du dünn bist. Also ich meine, Hitler war auch schlank. Das macht ihn noch lange nicht zum besseren Menschen. Nicole Jäger ist schonungslos offen, auch mit sich selbst. Ich bin nicht zu dämlich, um zu verstehen, dass Schokolade mehr Kalorien hat als ein Apfel. Sondern ich benutze oder habe Essen benutzt, um bei mir Dinge besser oder schlechter zu machen. Bei mir habe ich ein dauerhaftes Gefühl von Einsamkeit und dem Gefühl des Nichtgenügens, also nicht gut genug sein. Das war bei mir so ein sehr, sehr vorrangiges Ding. Und ich ganz schlecht daran war, Hilfe anzunehmen. Deswegen eskalierte es bei mir auch so, weil ich es halt sehr, sehr weit habe kommen lassen. Inzwischen ist Dicksein ihr Kapital.
Damit verdient sie ihr Geld. Schon mal einen Übergewichtigen gefragt, warum er dick ist? Er wird nie sagen, weil er gerne isst. Das sind die Gene. Ich habe schwere Knochen. Der Arzt hat mir Sport verboten. Solange der Schal noch passt, brauche ich keine Diät. Die Dünnen und Gesunden schleppen die Dicken mit. Über die gesetzliche Krankenversicherung. Und genau da liegt der Unterschied zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung. Die gesetzliche ist eine Solidarversicherung. Das heißt, wie viel einer zahlt, hängt nur vom Einkommen ab und nicht davon, ob er vielleicht krank, übergewichtig oder risikofreudig ist. So zahlen die Gesunden für die Kranken mit. Anders die private. Sie kann Risikozuschläge verlangen, zum Beispiel für Übergewicht. Es gilt das Solitärprinzip. Jeder zahlt für sich allein. Das ist günstig, wenn man jung und gesund ist. Später steigen die Beiträge allerdings oft rasant an. Was dicke kosten, weiß Gesundheitsökonom Jürgen Wasem. Zahlen für Deutschland gibt es nicht. Aber internationale Daten zeigen großes Sparpotenzial. Wenn man Krankenkassendaten eines Jahres durchsieht, dann sind Übergewichtige so zwischen 100 und 200 Euro im Monat teurer als Normalversicherte. Dabei steigt mit dem Übergewicht in der Tendenz auch der Überhang an Kosten. Ein Betrag, den Leute ohne Übergewicht also sparen könnten? Es ist richtig, dass Versicherungsschutz zu risikogeneigterem Verhalten einlädt. Wenn es keine Haftpflicht gäbe, würde ich kein Auto fahren. Wenn es keine Krankenversicherung gäbe, würde ich möglicherweise meine Ernährungsgewohnheiten ändern. Auf der anderen Seite, wir wissen zu wenig, wo die Leute wirklich schuld sind und wo es etwa Veranlagung ist, auch genetisch bedingt. Deswegen bin ich sehr skeptisch, ob wir entscheiden können, bei welchen Erkrankungen wir sagen, das bist du schuld, da sollst du für zahlen und bei anderen nicht. 2015 ging der Fall des Gärtners Hartmut H. durch die Medien. Sein Arbeitgeber wollte dem stark übergewichtigen Mann kündigen, weil seine Arbeitsleistung nicht mehr gegeben sei. Ich könnte im Straßenverkehr nicht richtig fahren, ich käme nicht mehr in den Graben rein, ich kann keine Platten legen, ich kann mich nicht anständig bücken. Die Klage wurde damals abgewiesen, wie Gerichtssprecherin Christiane Schönbohm erzählt. Aber nicht mit der Begründung, dass das grundsätzlich nicht gehe, sondern in dem konkreten Fall hatte der Arbeitgeber nicht genug vorgetragen, dass die Fettleibigkeit tatsächlich Ursache für Schlechtleistungen ist. Haas Arbeitgeber ging in Berufung. Es kam erneut zu einem Prozess. Diesmal einigten sich beide Seiten. H. durfte bleiben, hat sich aber verpflichtet abzunehmen. Ein gangbarer Weg, sagt Christiane Schönbohm. Ein Arbeitgeber kann natürlich feststellen, dass eine Fettleibigkeit dazu führt, dass die Arbeitsleistung nicht mehr in angemessener Weise erbracht wird. Das bedeutet, Dicke können durchaus zur Verantwortung gezogen werden. Das Einzige, was der Arbeitnehmer für sich entscheiden muss, ist eben die Frage, wenn ich jetzt mein Arbeitsverhältnis dadurch gefährde, dass ich nicht mehr in der Lage bin, aufgrund meiner körperlichen Eigenschaften die Leistung vollzubringen, muss ich, wenn ich nicht bereit bin, etwas dagegen zu tun, damit rechnen, dass irgendwann der Arbeitgeber möglicherweise mit einer Kündigung reagiert. Hartmut H. ist übrigens den umgekehrten Weg gegangen. Er hat schließlich selber gekündigt. Die gesetzlichen Krankenkassen alarmiert die Zahl der Dicken. Björn Hansen, Vorstand der Krankenkasse BKK, fordert in diesem Artikel, dass Menschen mit ungesunden Lebensgewohnheiten vorsorgen oder dafür zahlen sollen, auch Dicke. Es wäre unter dem Aspekt gerecht, dass man sagt, Dicke verursachen oft höhere Kosten. Und die Frage stellt sich dann nach dem Verursacherprinzip. Und da kann man schon sagen, wenn jemand ungesund lebt, aber zulasten einer Allgemeinheit mehr Kosten verursacht, warum sollte er dann nicht an diesen Kosten beteiligt werden? Endlich ist übergewichtig sein Luxus. Ja, halte ich nicht so richtig viel von. Und wenn, dann bitte auch alle anderen Belangen. Denn ich glaube, wenn es darum geht, dass man jetzt für Übergewicht bezahlen muss, dann doch bitte auch für alle anderen Erkrankungen, Suchtkrankheiten und idiotischen Einfälle, die man hat, wie, weiß ich nicht, zu schnell links fahren, Extremsport machen, rauchen, saufen, ohne Verhütung vögeln. Ganz im Ernst, ey, ist es ja wohl meine Sache, womit ich mich zugrunde richten möchte. Und ich glaube, man ist als Mensch so ein bisschen mehr als nur so ein Krankenkassenbelastungsfaktor. Ach nee. Stichwort Verantwortung. Beispiel Beamte.
Die werden nicht nur auf Herz und Nieren geprüft, sondern auch zum Beispiel auf Übergewicht. Schließlich soll ein Beamter ja der Gesellschaft auch lebenslang zur Verfügung stehen. Ab einem BMI von 30 wird genauer hingeschaut. Und es sind laut Auskunft des Beamtenbundes nicht nur Einzelfälle, bei denen ein zu schwerer Beamtenanwärter durchfällt. Bei den privaten Krankenkassen ist das übrigens ganz ähnlich. Die Ergo-Versicherung zum Beispiel brummt dicken Risikozuschläge auf. Da sind schnell mal 50 Euro an Beiträgen mehr fällig. Zieht der dicke Kunde allerdings die Konsequenz und nimmt ab, kann der Zuschlag wieder kassiert werden. Ein Modell auch für die gesetzlichen Kassen? Es wäre nicht nur gerecht. Ja, in der Tat gibt es Kritiker zu dem Solidaritätsprinzip, die sagen, es verschärft auch Egoismus. Und letztlich ist es so, dass auch ein Kostenbewusstsein gar nicht erst entsteht, weil wenn ich etwas benötige, bekomme ich es ja. Dicke also nur egoistische Abzocker? Oder wie? Wie sind Dicke? Also zunächst mal alle natürlich unglaublich toll. Nein, keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, zunächst einmal sind es Menschen mit einer Geschichte und einer Emotion und einem dicken Hintern. Auch Michael Bertram war richtig dick. Der Punkt war, ich habe es gar nicht so als wahrgenommen. Ich habe gesagt, ein bisschen aufpassen, nicht noch eine Hemdengröße größer. Dabei hat der Unternehmensberater vor 4 Jahren fast 50 Kilo mehr gewogen. Aber das eigentliche Problem war gar nicht die Kleidergröße. Ich hatte einen Blutdruck von 160 zu 100 unter Medikamenten. Und der Kardiologe hat dann festgestellt, dass ich eine Herzmuskelverhärtung hatte, linker Vorhof schon vergrößert und wir eben dringend was gegen den Blutdruck tun müssen. Ein medizinisches Langzeitproblem bahnte sich an. Da kann man nichts mehr machen, oder? Ich habe immer scherzhaft gesagt, in meiner Gewichtskategorie nimmt man nicht in der Turnhalle ab, sondern in der Küche. Bei Michael Bertram ist vor gut 4 Jahren der Knoten geplatzt. Dann kam dieses besagte Foto auf einer Feier, was ich gesehen habe. Und dann der Besuch beim Kardiologen, der dann so zu mir gesagt hat, da war ich 42. Herr Bertram, wenn Sie 50 werden wollen, dann sind die Chancen 50-50. Joggen, Aktivurlaub, Wandern, Bewegung. Das ist Michael Bertrams neue Leidenschaft. Sein größter Traum? Ich würde unheimlich gerne einmal ins Basecamp des Mount Everest. Ich möchte gerne den Berg einmal live sehen. Übernachten kann er dann ja vielleicht in seinem alten Anzug. Den hat er nämlich extra aufbewahrt. Ich kann selber nicht glauben, dass mir das mal gepasst hat. An sich selber glauben allerdings, das kann Michael Bertram mittlerweile viel besser. Dicke sollen zahlen. Gemein? Unsolidarisch? Nein, eher ein Anstoß, um uns alle aus unserer Bequemlichkeitsecke zu schubsen. Und über all die anderen Risiken können wir dann ja auch noch nachdenken.